Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen! Die Ratingagenturen haben maßgeblich zur Entstehung der globalen Finanzkrise und zu einer Verschärfung der europäischen Schuldenkrise beigetragen. Viele Anleger, institutionelle und private, haben eine Menge Geld verloren. Sie haben darauf vertraut, dass Ratingagenturen professionell arbeiten und dass auf ihr Urteil Verlass ist. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die Ratingagenturen hatten ihr Hauptaugenmerk darauf, ihre Geschäftsbasis so schnell es ging zu erweitern und ihren Gewinn zu erhöhen, obwohl sie ohnehin schon über überdurchschnittliche Gewinnmargen verfügt haben. Sie sahen ihre Mitschuld anfangs überhaupt nicht ein und dann nur in kleinen Teilen. Und sie haben deshalb auch darauf verzichtet, eine Selbstverpflichtung zu entwickeln, die Aussicht gehabt hätte, ihr Verhalten in Zukunft zu verändern. Deshalb war klar, dass die Politik auf den Plan treten musste. Die Bürger und Wähler haben erwartet, dass wir hier handeln. Und wir haben gehandelt. Das Paket, das wir morgen zur Abstimmung stellen, ist sicherlich ein guter, richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und er wird vieles verändern. Er wird natürlich nicht alle Schwachstellen lösen. Vieles von dem, was positiv anzumerken ist, ist vom Kommissar, von der irischen Ministerin und vom Rapporteur schon berichtet worden. Im Einzelnen können wir sagen, die Arbeit der Ratingagenturen wird transparenter, sie wird objektiv nachvollziehbar. Die Methoden werden von ESMA überprüfbar werden. Sie werden in der Haftung stehen und die Abhängigkeit wird im Laufe der Zeit zügig zurückgehen. Das Hauptproblem, das Hauptschwäche unseres jetzigen Systems ist, dass wir zu wenig Wettbewerb haben. Die Vorredner haben es ja erwähnt. Wir haben nach wie vor eine Oligopolstruktur, die bleibt für eine Vielzahl von Jahren. Es ist uns leider nicht gelungen, überzeugend die Basis für die Einrichtung oder Errichtung einer europäischen Ratingagentur in Form einer Stiftung zu gründen. Ich bin gegen eine öffentliche, weil die nicht objektiv sein würde. Ich bin für eine Ratingagentur in Form einer Stiftung. Und da ist es leider bisher nicht gelungen, privates Kapital zu mobilisieren. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird. Vielen Dank.